Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind zu Hause. Warum erkläre ich euch gleich? Also ich mit den Kindern. Und ja, jetzt steht erstmal ein bisschen Putzen an. Ich glaube, beide Kinder sind wach. Wir sind im ersten Stockwerk. Und das ist nicht immer einfach. Also, los geht's mit ein bisschen Sau. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Einfach Melody. Ich erzähle jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Heute also ein Vlog. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich hätte ich mir nur das alles aufschreiben sollen, was diese letzte Woche alles passiert ist. Wir waren ja, beziehungsweise Arthur war letzte Woche Montag, Dienstag, Mittwoch krank. Und am Donnerstag hätte er wieder in den Kindergarten gehen sollen, wo er jetzt irgendwie komischerweise nicht gerne hingeht. In die Kita immer gerne, aber in den Kindergarten gar nicht. Das ist ja sehr blöd. Aber gut, auf jeden Fall war er krank zu Hause, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und am Donnerstag hätte er wieder gehen sollen. Und da kam dann eine Nachricht vom Kindergarten, dass da ein Corona-Fall ist und dass der Kindergarten geschlossen bleibt. Für uns natürlich irgendwie ein Freudengrund, weil Arthur sowieso die ganze Zeit nicht im Kindergarten war. Das heißt, ihn betraf es gar nicht. Das heißt, keine Quarantäne für uns. Irgendwie so ein bisschen Glück im Unglück, würde ich sagen. Aber gut, wie auch immer, der Kindergarten ist auf jeden Fall jetzt 10 Tage lang geschlossen. Und ja, das ist einfach blöd, weil 2 Kinder zu Hause ist natürlich sehr, sehr anstrengend, man kommt zu nichts. Und zweitens ist das natürlich blöd jetzt für Arthur, dass er so den Rhythmus verliert. Ja, er ist nicht so gerne in den Kindergarten gegangen, wir haben ja erst Ende September angefangen und jetzt geht er halt 14 Tage raus aus diesem Kindergarten und dann ist halt wieder so ein bisschen Eingewöhnung. Ja, also ja, das ist einfach jetzt nicht super, aber gut. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich beide Kinder, ich bin die ganze Woche zu Hause und mein Mann geht um 7 Uhr morgens aus dem Haus, kommt abends um 7 wieder und da habe ich mir einfach gedacht so, ja, also warum sollte ich jetzt eigentlich vielleicht nicht meinen Papa besuchen gehen, der in der Schweiz wohnt? Weil im Endeffekt, hier muss ich mir ständig irgendwie Unterhaltung suchen und gucken, was wir machen und weil den ganzen Tag mit 2 Kindern zu Hause, das ist, ja. Und ja, ich meine, ich habe ja Elternzeit und meinen Papa, den sehe ich nicht so oft, meine Brüder auch nicht, die wohnen auch in der Schweiz. Jetzt mache ich mal die Kamera ein bisschen runter, ich habe das Gefühl, so ist gut. Und auf jeden Fall dachte ich mir, komm, ich besuche doch meinen Papa, ja. Klar, 2 Kinder habe ich dann dabei, das ist natürlich, glaube ich, ein bisschen anstrengend, aber dann sieht mein Papa die Kinder und ich besuche ihn und meine Brüder sehe ich und Arthur sieht seine Cousinen und ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, morgen loszufahren und ich komme dann am Freitag wieder und ich nehme euch auch gerne mit. Deswegen machen wir jetzt einfach eine kleine Reise. Das ist die erste Reise, die ich mit beiden Kindern alleine mache. Ja, ich brauche 5 Stunden bis dahin, beziehungsweise 4,5, wenn man wirklich schnell ist und keinen Stopp macht. Aber gut, mit Kindern werden es wahrscheinlich 5,5. Wird natürlich auch super anstrengend, an der Tankstelle rausgehen, bla bla bla. Also, aber gut, ich probiere das jetzt mal und freue mich auch auf meinen Papa und habe dann einfach mal beide Kinder. Ich bin schon sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie ihr gesehen habt, heute Morgen war ich schon fleißig. Ich habe gesaugt und gewischt. Und eins sage ich euch mal, ich weiß nicht, vielleicht ist es euch bei euch auch so. Aber ich muss sagen, wenn ich beide Kinder zu Hause habe und allein auf mich gestellt bin, ohne Mann, wie zum Beispiel am Wochenende, ist das ja anders, da ist er da, da ist der Mann ja da, ich kriege viel mehr auf die Reihe. Also obwohl es super anstrengend ist, aber ich habe um 10:30 die Bude gesaugt, die Küche gewischt, habe irgendwie Ordnung geschaffen, Kinder sind angezogen, gefrühstückt, ja. Und mit meinem Mann sind wir um 10:30 gerade mal, weiß ich nicht, so ungefähr mit dem Windelwechseln fertig. Das weiß ich nicht, woran das liegt, aber ohne Mann bin ich organisierter, ja. Vielleicht auch, weil man nicht ständig sagt, hey, kannst du mal, tu doch mal, kannst du das mal machen. Wisst ihr, was ich meine? Man macht es einfach. Also irgendwie ist es auf jeden Fall bei mir so, dass ich zu mehr komme. Egal, auf jeden Fall
wollte ich euch jetzt noch mal kurz eine Sache berichten. Und zwar habe ich mir bei Tchibo einen Pulli gekauft, der mir sehr gut gefällt, aber der fusselt wie Sau. Was eigentlich total doof ist, weil im Endeffekt ist er neu. Jetzt hat meine Mama mir gesagt, Melody, nimm einen Rasierer. Dann habe ich gestern als Abendbeschäftigung meinen Pulli rasiert und er sieht wieder super aus. Die Frage ist jetzt natürlich, ob die Fussel wiederkommen. Könnte ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall sind sie jetzt erstmal weg. Ich habe während im Fernsehen geschaut. Habe ich dann einfach mal abrasiert. Jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Ich habe nämlich noch einen anderen Pulli und das ist wirklich einer meiner Lieblingspullis. Der ist beige. Ich blende das alles gleich ein. Und der fusselt wie Sau. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle den neu. Aber ich kann ja nicht ständig den Pulli neu bestellen. Und außerdem ist er leider ausverkauft. Aber es gibt ihn in ganz vielen Farben. Also ich verlinke ihn euch mal hier unten, falls ihr den gut findet. Also das ist ein ganz einfacher beiger Pulli, aber irgendwie sehr, so ein bisschen oversized. Und irgendwie sitzt der gut und er sieht einfach gut aus. Und gibt es auch noch in grün, in schwarz, in allen Farben. Auf jeden Fall zeige ich euch das mal. Und es ist gar nicht schwer. Und das funktioniert richtig gut. Also beim anderen Pulli habe ich leider auch einmal zu fest gedrückt. Das darf man natürlich nicht. Und zwar hatte ich zu fest gedrückt bei den Ärmeln. Da ist jetzt so ein bisschen aufgeraut. Aber ansonsten muss ich sagen, funktioniert das echt gut. Ich zeige euch das mal. So, jetzt nehme ich mir mal diese Stelle vor. Die müsst ihr euch jetzt einfach mal gut merken. Und jetzt nehme ich meinen Rasierer. Da kann man das gut sehen. Ihr müsst schon ein paar Mal drüber. Ja, siehst du mal, was in der Welt los ist, Arthur. Kann man das sehen? Ich zeige euch das gleich nochmal ganz nah. So. Und diese Stelle habe ich jetzt entfusselt und habe ja alles runtergezogen. Und hier ist das, was ich eigentlich abgenommen habe. Seht ihr das? Das waren alles Fussel. Und ich finde, man kann das gut erkennen. Hier ist es fusselfrei und hier fusselt er weiter. Und das kann man echt gut wegmachen. Aber man muss es tatsächlich auch so ein bisschen halten, den Stoff. Ja, ich kann jetzt nicht filmen und gleichzeitig, aber im Endeffekt einfach immer runter. Ja, dauert ein bisschen, aber dann ist der Pulli auf jeden Fall wieder schick. Ich koche jetzt und zwar gibt es jetzt eine Gemüsesuppe. Ich habe so viel Gemüse noch im Kühlschrank und feiere morgen und mein Mann wird sich selber nichts kochen. Deswegen mache ich jetzt für heute eine Gemüsesuppe für alle. Ich habe so eine riesen Zwiebel, aber Zwiebel ist ja gesund. Dann habe ich hier noch Zucchini. Ich habe Karotten, Kartoffeln und noch ein bisschen Lauch. Und das schwitze ich jetzt alles an im Topf. Und dann kommt da Wasser rein und dann wird das Ganze püriert. Und Arthur ist ja nicht so der Gemüsesuppen-Fan. Aber ich tue ihm dann immer noch so ein bisschen Würstchen reinschnibbeln. Da jetzt auch viele Karotten reinkommen, ist sie auch nicht grün, weil Zucchini mag er nicht. Aber der Junge muss mal ein bisschen Gemüse essen. Und er weigert sich immer, Gemüsesuppe zu essen. Aber wenn er es dann probiert mit so ein bisschen Wurstanlage und ein bisschen Brotwürfelchen drinnen, dann schmeckt sie mir eigentlich auch. Los geht's. Die Suppe ist jetzt fertig. Ich kann jetzt pürieren. Und es ist jetzt fast 1 Uhr und der Kleine schläft noch. Das Essen ist fertig, eine leckere Gemüsesuppe für mich mit Petersilie, Brotstückchen und Schmand. Und Arthur, wie schmeckt die Suppe? Gut. Oh, das ist gut. Und für Anton habe ich auch was gekocht. Das ist Kartoffel, Karotte und Zucchini. Und wir hören Benjamin Blümchen. So, wir waren einkaufen bei DM und auch kurz in der Apotheke. Und Arthur wollte unbedingt Knete haben, weil seine Knete leider vertrocknet ist. Haben wir heute Morgen gesehen. Deswegen habe ich welche besorgt. Ich habe welche besorgt mit dem Arthur und er hat total Spaß. Das ist total süß. Ich habe ihm einfach mal seine Rolle hier zum Backen gegeben. Kann er schön ausrollen. Da habe ich meine Bäume. Die sahen gerade vorher aber schöner aus. Arthur hat nämlich Weihnachtsbäume ausgestochen. Mit so einem kleinen Färmchen. Super machst du das, Arthur.
Aber du hast ja alle Farben zusammengemischt. Die gehören doch alle in ein unterschiedliches Töpfchen. Naja, nicht so schlimm. Hauptsache, es macht Spaß, gell? Es ist, glaube ich, jetzt 4 Uhr und wir sind angekommen. Aber schon vor 3 Stunden. Und die Fahrt nach Basel von München aus war super, muss ich sagen. Dafür, dass ich alleine mit den Kindern war. Wir haben einmal gehalten, dafür aber auch echt lange, eine Stunde. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht, aber es braucht halt alles seine Zeit. Ne? Anton hat ein Croissant gegessen. Ich habe Anton gefüttert. Dann waren wir alle auf der Toilette, Windeln wechseln, Pipi machen, bla bla bla. Dann haben wir noch Wein gekauft für meinen Papa und meine 2 Brüder. Und ja, dann war die Stunde auch schon rum. Und übrigens, wir sind ja bei meinem Papa hier. Und das ist mein Elternhaus sozusagen. Hier bin ich groß geworden. Hier kenne ich jede Ecke, jeden Zentimeter. Und es ist schon echt toll, wenn man sowas hat oder noch hat. Es kommen immer wieder ganz tolle Erinnerungen auf. Und es ist ein sehr, so, sehr großes Haus, also auch mit Aufzug im Haus. Das ist immer das Highlight. Und ich habe mit meinem Cousin, weiß ich noch, früher immer gespielt. Da saßen wir einfach immer stundenlang im Aufzug und haben gewartet, bis jemand an die Tür klopft. Und dann haben wir da 20 Cent verlangt oder 20 Pfennig, was das war, damit wir den hin und her kutschieren nach oben, nach unten. ja, schon witzig. Ja, ich zeige euch mal, das ist jetzt die 3. Etage. Und das hier ist eigentlich das Zimmer von meinem Bruder. Oh Gott, furchtbares Licht. Allerdings ist das jetzt seit ein paar Jahren auch irgendwie mein Zimmer, wenn ich hierher komme. Und ich zeige euch mal ein Foto von mir und meinen Brüdern, als wir jung waren. Ja, also das bin auf jeden Fall ich. Das ist die kleine Melody. Sehr süß. Und das bin ich und meine Brüder. Ja, ach, wisst ihr, früher war es dann auch noch in die Augenbrauen zu zupfen. Aber das bin ich. Wie alt mag ich da wohl sein? Ja, vielleicht 14 oder so. Und meine beiden Brüder. Ja, Arthur spielt hier schon mit Lego. Auto! Ach, Auto, Entschuldigung. Ist natürlich immer cool, weil hier gibt es immer ganz viele Spielsachen, auch von den anderen Kindern aus der Familie. Dann ist alles ganz neu und aufregend. Ich zeige euch mal, wie viel es hier gibt. Ja, also hier wirklich mega viel Spielzeug. Da hat er auf jeden Fall was zum Spielen. Ja, wir sind jetzt bei meinem Bruder angekommen und er hat wirklich so eine süße und gemütliche Wohnung. So viel rumstehen. Also ich finde das total toll, aber da würde ich wahnsinnig werden zum Sauber machen. Aber egal. Hier sind meine beiden Brüder, die beiden Frauen, die Kinder. Die Kinder spielen schön im Zimmer. Und ja, wir essen heute Abend einen Bäckerofe. Das ist eine Spezialität aus dem Elsass. Hier kommt der Erik. Hallo. Und ja, das ist ein wunderschön gedeckter Tisch. Ich liebe diesen Tisch übrigens, der ist aus Marmor. Und ja, mein Papa kommt gleich noch und dann haben wir einen schönen Abend. Und morgen treffen wir uns noch mit einer Freundin. Das war's. Schon auf dem Spielplatz und ich habe mich mit einer alten Freundin getroffen und jetzt haben wir Spaghetti gegessen hier mit meinem Papa und jetzt fahre ich zu meinem anderen Bruder, gucke mir seine Wohnung an, weil ich sie noch nicht gesehen habe und danach gehen wir auf den Rummel. Wieder zu Hause mit den Kindern und es ist wirklich alles wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Die Fahrt nach Basel dauerte übrigens 4,5 Stunden. Wir haben jeweils einmal gehalten, Hin- und Rückfahrt, jeweils für eine Stunde. Das ist schon lang, aber das hat es auch gebraucht. Sie haben sich wirklich sehr gut benommen im Auto. Also Anton hat sehr viel geschlafen, Arthur war auch ganz brav. Ich hatte zwar ein iPad dabei, aber er hat es gar nicht verlangt. Und ich weiß gar nicht, ob er wusste, dass ich es dabei habe, aber irgendwie hat es nicht gebraucht. Also habe ich ihm auch nicht angeboten, sage ich mal.
Ansonsten in der Schweiz war es sehr, sehr schön. Ich hatte leider sehr wenig Zeit, mich per Instagram zu melden, weil wir einfach immer irgendwie auf dem Sprung waren. Und in der Schweiz ist das Internet so teuer. Und da ich immer unterwegs war, habe ich es auch nicht angemacht, weil es ja, wie gesagt, einfach so teuer ist. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall häufiger. Denn wenn mein Mann arbeitet, ja, jeden Tag von 7 bis 7 und ich wirklich in der Woche einfach mal irgendwie raus muss, dann mache ich das auf jeden Fall wieder, weil es lohnt sich und ich sehe meinen Papa ja auch nicht so oft und er freut sich auch, die Kleinen zu sehen. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Jetzt sind wir wieder total im Stress, weil ich schon wieder nichts geschafft habe heute Morgen. Das habe ich euch schon auf Instagram jetzt erzählt. Das Video kommt jetzt leider auch ein paar Tage später, weil, ja. Was ich noch sagen muss, ist allerdings mit zwei Kindern, wenn man unterwegs ist, man hat 0,00000 Zeit. Für sich selber. Ich glaube, ich habe 2 Tage nicht geduscht, habe auch meine Haare nicht gewaschen. Ich hatte sie hier gewaschen und ja, jetzt heute Morgen, weil, wie gesagt, also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Also das ist so, ja. Ich hätte zwar den Arthur und den Anton jetzt meinem Papa geben können und sagen, hey, ich gehe mal eine Stunde nach oben, habe ich aber nicht und mein Gott, da waren sie halt ein bisschen fettig und ich habe einen Pferdeschwanz gemacht. Also einmal geduscht habe ich kurz meinen Körper, aber das dauert 2 Minuten. Aber wisst ihr, was ich meine? Mit Haare föhnen und dann schön machen und glatt machen und dann noch schminken, also das passt dann einfach. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns ja schon in ein paar Tagen wieder am Donnerstag beziehungsweise auch am Montag auf meinem Kochkanal. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ja noch einen Kochkanal hier auf YouTube, also gerne mal abonnieren, anschauen, wenn es euch gefällt. Kochen mit Melody heiße ich da. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Ganz viele Bussis.